Ja, hier sind wir ja stehen geblieben an der Tür. Und was mir eigentlich so auffällt, ist, wo sind eigentlich diese Zwillinge, Hoti und Moti, die wir ja mehr oder weniger befreit haben? Oh, wir kommen rein. Fässer ansehen. Hier bewahrt Dr. Marcel seine schiefgegangenen Genexperimente auf. Bist du sicher? Nein, aber es liegt doch nahe, oder? Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Hallo? Nee. Ist jemand da drin? Vielleicht sind die Tentakelwesen, die dort wohnen, gerade zum Bäcker. Genau. Den nutzen Harvey mal, ist noch gut in Schuss. Ne? Ich werde den Teufel tun, ihn zu entsorgen. Ist ja kein Mülleimer. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. Okay, der Stromzähler wieder. Wir haben keinen Lichtschalter hier diesmal. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde im Haus jemand ständig das Licht ein- und ausknipsen. Dumm, die dumm. 21.913 Kilowattstunden. 21.914 Kilowattstunden. 21.915 Kilowattstunden. 21.855! 21.916 Kilowattstunden. 12! 1.000.000! 335! 30! 21.300... Verflixt! Verzählt! Neckisch gemacht, ne? In diesem Bild knallen im Tiefparterre-Cave die Sicherungen durch. Ah, ja. Nein, das verbraucht keinen Strom. Merkwürdig eigentlich. Habe ich das Perpetuum mobile erfunden, ohne es zu merken? Das erste tragbare Handy, wahrscheinlich. Da ist eine Klappe vor. Ich kann den Zähler leider nicht anzapfen. Können wir vielleicht mit dem Messer öffnen? Nein, das verbraucht keinen Strom. Okay, dann bevor wir nach oben gehen, hören wir uns nochmal Poki an. Nee. Ja, dieser Screen war interessant zu scripten. Erstmal wegen der Treppenanimation, dann weil halt ein Nebencharakter eben die ganze Treppe an ihr vorbei runterlaufen können musste und man kann sich halt irgendwo verstecken und dann muss er sie finden können und so weiter. Diese Spezialanimation von Edna, wie sie sich im Schrank versteckt, die halt nur aus einem einzigen Frame besteht, also sie kann auch hinter die Treppe laufen und außerdem die Treppe hoch. Da waren ganz schön viele Tücken in diesem Screen. Ich habe aber trotzdem viele nette Erinnerungen daran. Also erstmal das fröhliche Hihi, wenn sich Edna in dem Schrank versteckt, war für mich immer so der Inbegriff von Grundfröhlichkeit, wenn sie in brenzligen Situationen ist, dass sie trotzdem halt mit der Situation spielt. Außerdem ist in diesem Screen natürlich meine Lieblingsreaktion mit dem Captain Unbrauchbar Comic, und zwar bei den Altölfässern. In diesem Bild sieht man, wie Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer schüttet. Wahrscheinlich hat er nicht bemerkt, dass er dabei gezeichnet wird oder so ähnlich. Schön. Na, die Idee war nicht schlecht. Wir gehen mal die Treppe hoch. Zack. Was haben wir denn da? Ein Spind? Spindig. Ansehen. Ah ja. Wollen wir Verstecken spielen, Harvey? Yippie! In diesem Bild findet Nützlich Boy das Geheimfach, in dem Captain Unbrauchbar seinen Schnaps versteckt. Na, so ein ganz guter ist der Captain Unbrauchbar wohl auch nicht. Und rein. Ist aber recht komisch. Wer ist da? Na warte, dich krieg ich! Ups. Warte, nein. Oh nein, nein. Er kommt. Hoch. Und supidupi, ja. So, das kleine Fräulein ist auf der Flucht, was? Raus hier, oder ich mach dir Beine. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. Willst du auch mal reinkommen? Probier's einfach. Das heißt, gehen wir nach oben und ist man in den Schrank, ne? Und nicht. Wer ist da? Na warte! Dich krieg ich! Oh
und rein. Hey! Wo bist du hin? Ja, sehr gut. Abgehängt. Was haben wir denn hier? Monitor? Ansehen? Keine Zeit, fernzusehen. Oh nein, er kommt. Hey, da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. Scheine hier. Und die nicht viel tun zu können. Aber ich würde gerne nach oben nochmal. Natürlich. Und dann Poki zu hören. Was er dann zu der ganzen Geschichte so zu erzählen hat. Wer ist da? Ja. Na warte! Dich kriege ich! Niemand. Denke nicht. Wieder rein. Hey! Wo bist du hin? Über dir. Ja, eigentlich steht man, sobald man diesen Raum betritt, ja unter großem Zeitdruck. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ihr jetzt auf den Entwicklerkommentar-Knopf gedrückt habt. Ihr habt wahrscheinlich keine Angst, dass der Wächter in der Zwischenzeit, während ich jetzt rede hier, die Treppe hochkommt und euch wieder vor die Tür setzt. Nein, nein, ihr drückt erstmal auf diesen Knopf. Genau auf diese Weise sind auch die Kommentare zu dem grünen Knopf unter anderem entstanden. Selbst in diesem Raum, in dem man ja wirklich eigentlich nicht viel machen soll, außer das Kabel durchzutrennen. Oh, jetzt habe ich es verraten. Und den grünen Knopf zu drücken. selbst hier habe ich halt noch alle Itemreaktionen geschrieben und total widersinnigerweise bin ich mit dem Schreiben der Reaktion immer wütender auf den potenziellen Spieler geworden, der halt überhaupt diesen Quatsch ausprobiert und habe halt angefangen rumzumeckern und halt zu sagen, ja, warum probiert ihr das? Also durch die Blume natürlich so, auf Edna-Manier so. Ja, lass dir Zeit. Mach ruhig. Probier erstmal das mit dem Knopf aus, nach dem Motto. Also, probiert es ruhig aus. Es ist lustig. Es treibt mich in den Wahnsinn, aber macht es ruhig. Macht es. Okay, wir haben ja noch die Schere. Das ist Kabel. Gute Idee, aber noch nicht. Noch ist das Tor nicht auf. Oh nein, er kommt. Hey! Da bist du ja! Wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger! Marsch, zurück zu den anderen! Und lass dich hier nicht wieder blicken! Ich geh mal wieder zu den anderen. Ach, sieh mal an. Das... komisch, dass es endlich aussieht alles, ne? Wie klein doch endlich diese Anstalt ist und doch so riesig im Inneren, ne? Das ist. Ja, da oben haben wir mal den Ausblick genossen. Die Antenne fehlt. Ja, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht merkt, ich habe mir größte Mühe gegeben, dass die Innenräume der Anstalt logisch zusammenhängen und dass man entsprechend auch von außen erkennen kann, welcher Raum hinter welchem Fenster zu sehen ist. Nicht in jedem Fall gelungen. Aber, also ganz von den Proportionen, aber die Fensteranzahl zumindest stimmt. So ist zum Beispiel im zweiten Stock im Turm, ja, Alfreds Altarzimmer zu erkennen, der rote Lichtschein und so weiter und so fort. Weniger Mühe habe ich mir offenbar mit den Wolken gegeben und natürlich mit der Limousinenanimation. Ganz interessant finde ich, wie ich hier in diesem Screen das Gras gemacht habe. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Texturpinsel verwendet habe. Ich habe diese Option einfach gefunden bei Photoshop und dachte, das ist ja geil. Und das fällt zwar auf so einem Rahmen, aber auch nur, wenn man sich über irgendwas wundert. Aber ich glaube, in dieser Phase des Spiels ist man da schon drüber weg. Stimmt wohl, ich wundere mich mittlerweile schon eigentlich über nichts mehr. Geh jetzt zur Limousine. Na, da hat immer das Rad geklappt. Kaugummi. Okay, den nehmen wir mal. Zack. Und jetzt, Kaugummi. Benutzen mit Nein, Limousine. Versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Okay, dann nicht.
Ich hatte einfach gehofft, dass es dem Spieler genauso viel Spaß machen würde, Dr. Marcells Limousine zu zerstören wie mir. Ich erinnere mich noch, dass ich während des Zeichnens so richtig in einen Wahn geraten bin, halt irgendwie da noch eine Beule in die Seitentür zu klopfen und noch einen Scheinwerfer zu zertrümmern. Ja, das war schon befreiend. Außerdem gefällt mir die Figur des Chauffeurs sehr gut, der halt nur 2 kurze Auftritte hat oder 3. Aber gar nicht in diesem Bild, sondern in der Eingangshalle steht er ja in diesem Spielteil ganz alleine rum und fühlt sich unbeobachtet und singt dann Don't Cry For Me, Argentina. Das fand ich immer so rührend, dass er halt irgendwie, wenn er alleine ist, Don't Cry For Me, Argentina singt. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, weil es so autobiografisch ist. Okay, wir benutzen mal den Poloschläger. Oh oh. Oh oh. Voll die Beule drin. Wer war das? Na, ich nicht. Ich nicht. So, ich hatte jetzt so einen Tipp bekommen. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Jetzt auf jeden Fall. Und nun? Tür. Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Die Frage ist ja, wir nehmen ja alles mit und... Wie kommen wir zu den Personen ungesehen hin, ne? Gucken, ob wir den unten den Tunnelgräber vielleicht mitnehmen könnten. Bin mir nicht sicher, ob er mitkommen möchte. Und vielleicht nicht doch lieber weitergraben will. Gucken, was er dazu sagt. Hallo? Ins Loch. Bist du noch da unten? Hallo? Ich glaube, er ist fort. Dann hätten wir das eigentlich auch benutzen können, das Loch. Aber naja, wir müssen es uns ja auch ein bisschen selber schwieriger machen, wie es eigentlich ist. Das gehört ja zu unserer alten Natur. So, Inventar, Kleider. Der Wäschelift ist ausgeschaltet worden. Mist. Zur Hölle, Scheiße. Dann müssen wir wohl... doch über den Flur gehen, so wie es ausschaut, oder? Na? Komm schon. Wir gehen nach oben. Oh! Der Typ hier ist weg. Mit dem Telefon. Rein zu Alu, Mann. Auch weg. Sind die vielleicht alle beim Essen? Hier war doch was gewesen, dass die alle essen sind, oder? Bin ich mir da jetzt so unsicher. Ach, weiter hoch. Da gab es ja nichts mehr. Wir könnten aber noch den Schlüssel hierfür benutzen. Der passt hier nicht. Das war der falsche Schlüssel. Ja! Der? Dann hätten wir das schon mal gelöst. Gehen wir nochmal eins runter wieder. Und von da aus in den Essenssaal. Das ist auch keiner. Sehr merkwürdig. So, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Oha. Es wimmelt nur so von Wachen. Was macht man jetzt? Okay, da will sie nicht raus. Was macht man jetzt so? Ein schwieriges Unterfangen, würde ich jetzt behaupten.
müssen irgendwie gucken. Wir können wieder nach draußen gehen. Jo. Ja, was ich aber auch komisch finde, ist, dass uns dieser Schlüsselmeister überhaupt nicht irgendwie... Der war ja quasi so erpicht darauf, dass wir dies und jenes machen. Aber irgendwie wollte er dann großartig von uns nichts mehr wissen, ne? Das ist... Ja, nicht gerade schön. Also, nicht unbedingt. Er hat gesagt, er hat uns ja nicht... uns ja helfen wollen, aber es hat irgendwie nicht geklappt alles. Das finde ich doof. Ach ja. Die Steine. Das scheint, dass Poki jetzt um mich zu sagen hat, irgendwie. Wäre echt doof, eigentlich. So, dass ich... Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Nee. Das scheint mir auch tierisch auf die Nerven zu gehen. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Nee, da magst du aber recht haben. Tausch einfach mal die Steine durch und guck. Das scheint mal. Mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Nein, das wäre natürlich schlecht, wenn es hier nachher einfach nur so ein... Ja, so ein Art... Wow. Schön gemacht. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Und jetzt? Das war's? Mehr darf man hier nicht machen? Mich würde, wie gesagt, mich würde interessieren, wie man dann zu den anderen Leuten kommt jetzt wieder. Denn irgendwie müssen wir ja, brauchen wir ja Hilfe mit dem Rad. Ach, kann man das Rad schon ranmachen? Warte mal. Das musste doch eigentlich schon funktionieren. So, benutzen. Reifen. Ja. Autotür. Ne, irgendwie nicht. Was ist die denn eigentlich? Autotür? Ansehen. Ich könnte Karriere als Autoknacker machen. Das mag wohl sein, aber warum können wir das Rad hier nicht ranmachen? Das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Wir können das Rad nicht ranmachen. Also wir brauchen Hilfe von anderen Leuten. Und das schauen wir uns dann.